Jo Leute, willkommen zurück. Nächster Part Stuttgart gegen Düsseldorf, also alles andere als einfache Partie. Gegen Bielefeld, obwohl wir drückend überlegen waren, zumindest in der ersten Halbzeit, leider nur unentschieden. Das heißt, jetzt ist auf jeden Fall eine Antwort fällig. Und wie wir die geben, das wird jetzt spannend. Ja, Düsseldorf sollten eigentlich so, wie wir es geplant haben, wieder 3 Punkte her. 5 Punkte wären schön. Sind aktuell nur auf dem 9. Platz, das heißt, wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Mannschaft haben wir eigentlich eh schon aufgestellt, so wie wir es geplant hatten. Schauen wir mal, ob das in der Form jetzt klappt. Gut, Kaminski ist jetzt kurz die Frage, den könnte man eigentlich als Ballspielender verwenden. Ich möchte es jetzt sogar mal probieren und wir werden dafür einen auf Ball spielend und Stopper und einen auf Defend. Warum? Die haben beide unglaublich gutes Passspiel. Und ja, ist mir jetzt eigentlich gerade vorher noch in der Pause kurz aufgefallen, könnte für unsere sehr ballbesitzreiche Taktik ganz gut sein. Schauen wir mal, ob das klappt. Ansonsten nicht viel verändert. Wir wollen wieder drücken wie immer. Hier sieht man eigentlich auch, die werden hinten wieder sehr kompakt drinnen stehen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir da irgendwie durchkommen. Good luck, lads. Also viel Glück. Und dann schauen wir mal. Ich möchte grundsätzlich da weitermachen, wo wir bei der ersten Hälfte gegen Bielefeld waren. Nur, dass wir halt das Tor erzwingen müssen. Von der Taktik her hat es mir ganz gut gefallen. Was genau in der zweiten Halbzeit los war, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Schauen wir mal. Ich spiele jetzt zum ersten Mal mit dem ballspielenden Innenverteidiger. Und wir sind auf jeden Fall schon wieder am Drücker. Und ich sag von Anfang an gleich wieder Konzentration und Pavard mit Gelb. Da haben wir gerade gepennt. Wichtiges Ding, wichtiger Treffer. Damit wären wir aktuell Vierter. Und der war nicht schlecht. Ja, als Torwart kannst du nicht viel machen. Mauer ist halt auch nicht hochgesprungen. Ja, klassisch ausgekontert. Aber wir müssen jetzt vor allem mal kurz schauen. Ich möchte nochmal kurz zu der Situation zurück. Wie das da entstanden ist. Es war eigentlich ein Einwurf von Salahi, Özcan, mit dem Fehler und da ging es eigentlich schon raus. Jetzt schauen wir mal kurz. Wir können mit Steuerung unsere Spieler markieren, damit wir auch sehen, wer diese Fehler macht. Und da sehen wir jetzt dann eigentlich eh Pavard. Okay, Salahi braucht dann einfach zu lange. Jetzt könnte man natürlich sagen, das lag daran, dass der auf Attack war. Ist aber kompletter Schwachsinn, selbst wenn ich den als Außenverteidiger auf Verteidigen stelle. Die Einwürfe vorne macht er trotzdem. Also das Einzige, was ich mir in unserer Taktik noch vorstellen könnte, wäre, dass wir beide zentrale Mittelfeldspieler in Defensive umwandeln. Hätte dann einfach den Vorteil, dass wir quasi, dass die beiden ja, eine Reihe weiter nach hinten eben agieren, wo sie dann eventuell auch, wenn sie rausrücken, gegnerische Flügelspieler abfangen können. Mané kämpft sich alleine durch. Das ist halt seine Klasse und Terror der Macht. Sehr gut. Also Mané mit ja, viel Glück natürlich auch, aber er hat einfach
den Willen, sich hier durchzusetzen. Torwart sieht alles andere als gut aus. Übrigens auch danke, dieses Spieler markieren. Der Tipp war von euch. Ich habe das gerade einfach mal probiert, auf gut Glück mit Steuerung. Und anscheinend funktioniert es, dass man da mehrere anwählen kann. Gerade drüber. Wir haben wieder nicht viel zugelassen, gleich wie letztens gegen Bielefeld. Da sieht man wieder, wie ruhig wir das Spiel aufbauen. Und das war jetzt schön gelöst. Gentner jetzt treibt da den Ball nach vorne, da ist er gerade ein bisschen alleine. Maxim, Terodde, schön gesehen auf Zimmer. Mané, Mané. Und der war gut. Rensing im Tor, auch interessant. Ich kenne den Düsseldorfer Kader gar nicht, muss ich gestehen. Also ist wahrscheinlich Rensing eh schon seit Ewigkeiten dort und ich weiß es nur nicht. Nächster guter Ball auf Terodde. Also heute bekommt er die Bälle mal. Aber es ist noch zu wenig, also die Chancen sind nicht zwingend genug von uns. Aber nichtsdestotrotz, ich bin zufrieden. Sie sollen konzentriert bleiben. Gut, ich überlege, ob ich Saborit links hinten bringe, weil Salah hier jetzt auch schon ziemlich müde ist. Heute auch nicht so überzeugend, aber ich lasse es mal. Özcan genauso, 6,6, auch heute nicht seine Partie. Da haben wir auch noch einen Werner, der auf der Bank dann lauert. Aber ich lasse das jetzt einfach mal ein bisschen noch so. Von der Kraft her reicht es auf jeden Fall noch. Können wir noch ein bisschen später wechseln. Mané zieht gut nach innen und wird gefoult von Bellinghausen. Jetzt gibt es wieder eine gute Freistoßposition. Salahi. Doch der war gefährlich. Also ich finde, Salahi passt in unsere Mannschaft sehr gut. Er ist auf jeden Fall jemand, der vorne für Unruhe sorgen kann, auch durch Standardsituationen scheinbar. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Xim ist auch sehr müde. Vielleicht tun wir mal den Özcan in die Mitte und bringen auf links den Werner. Maxim hat jetzt auch die gelbe bekommen, also jetzt werden wir dann den Wechsel machen. So. Werner möchte ich auch ein bisschen bei Laune halten. Der hat in der Vorbereitung doch, finde ich, nicht schlecht gespielt. Und selbst wenn wir jetzt Özcan aufbauen, brauche ich den auch immer wieder. Hosogai jetzt mit einer gelben. Gentner mit dem Distanzschuss. Sieht man leider immer öfter von ihm. So, dadurch, dass es jetzt schon etwas knapper wird und gegen Ende hingeht, stelle ich beide Außenverteidiger auf Support. Man sieht hier ganz gut. Achso. Kann ich einfach. Okay, alle markieren kann ich leider nicht. Das ist echt schade. Einfach mit Steuerung A, wenn es irgendwie geht. Man sieht hier, sind sie ein relativ naher Mann. Das Problem ist, dass, wenn sie auf zentraler Mittelfeldspieler sind, ist hier dieser Bereich vor der Abwehr relativ offen. Das heißt, vielleicht wäre das mit diesen zwei defensiven Mittelfeldspielern wirklich keine schlechte Lösung. Ich glaube, dass auch ein Gentner von da hinten das Spiel ganz gut organisieren könnte.
So, jetzt bringe ich mal Saborit statt Salahi. Der ist jetzt echt schon komplett fertig. Werner fast mit dem Treffer. Schöne Parade von Rensing. Wieder geklärt, nächste Ecke. Kaminski aber zu zentral, zu harmlos. So, letzter Wechsel. Kaminski kriegt jetzt, glaube ich, auch gerade eine gelbe im Hintergrund. Ich bringe den Gerli noch rein und Hosogai dahinter. Okay, Kaminski wird nur ermahnt. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist eine dritte defensivere Taktik für den Fall, dass wir führen und das irgendwie über die Zeit bringen müssen. Da werden wir dann auch noch schauen. Also wenn wir das Ding gewonnen haben, bin ich auch echt erleichtert. Gentner klärt und wir haben den Ball, Terodde. Schöner Seitenwechsel, Werner, Gerli. Der vergibt das Ding alleine vom Tor. Das war eigentlich unsere beste Torchance. Könnte schon langsam abpfeifen, 94. schon. Zimmer klärt hier noch. Abseits. Kein Abseits. Der Rotte verliert ihn schon wieder leichtsinnig. Gentner macht keinen Scheiß. Tief durchatmen. Also war alles andere als gut, aber wir haben es gepackt, das ist das Wichtigste. Und wir sind eigentlich bis auf einen Punkt am KSC dran, am Rivalen und Tabellenführer. Das ist ja richtig schön Hollywood-reif. Wo fange ich an? Also das müssen wir jetzt auf jeden Fall irgendwie aufarbeiten. Ich werde das jetzt tatsächlich so machen. Das einzige Problem, was hier natürlich sein kann, ist, dass der Abstand zwischen der offensiven Dreierkette und dem defensiven Mittelfeld zu groß ist. Das heißt, da müssen wir uns was überlegen. Zurückgezogener Spielmacher auf Support passt eh. Das heißt, Support in dem Fall, dass er halt versucht, den Ball aus der Defensive rauszukriegen und Distanzschussversuche, beziehungsweise dass er quasi mit Bällen versucht, diese offensiven Leute zu versorgen. während Hosokai, den werden wir auf Ball erobern und Support stellen. Support heißt, dass er dann auch wirklich ordentlich nach mit vorgeht. Und normalerweise sollten wir hier dann auch, wenn wir über die Flügel ordentlich Dampf machen, sollte sich das alles hier ein bisschen enger zusammenschieben. Das heißt theoretisch, dass wir trotzdem mehr als genug Anspielstationen haben. Könnte sein, dass wir Maxim noch auf Support stellen, damit er da ein bisschen defensiver ist und sich hier einfach anbietet, dass dieses Bindeglied hier zwischen Offensive und Defensive dann ganz gut funktioniert. Das müssen wir beobachten. Wie wir es beobachten, ist die Frage. Theoretisch könnte man Freundschaftsspiel machen, so wie man es halt macht normalerweise in der Länderspielpause. Am 3. September, ich würde sagen zu Hause gegen, gehen wir mal aufs Ausland, Turin, FC Thun habe ich gesagt, wollte ich sagen, Austria Wien, Sturm. Sturm wäre interessant. Wäre cool, wenn die kommen. Würde ich cool finden. Schauen wir mal. Ja, sie haben es angenommen. Sehr gut. Gegen meinen Heimatverein. Das ist ein schönes Duell. Auf das freue ich mich auf jeden Fall. Genau,
Ja, Spiel speichert gerade. Was ich eben auch noch machen wollte, ist, dass wir uns diese dritte Taktik überlegen. Das heißt, es soll eine Taktik sein, die nicht viel von unserer jetzigen abweicht, zumindest von der Formation her. Aber machen wir mal kurz vorher die E-Mails. Dann gehe ich näher auf das ein. Markus Nakim, der 20-jährige Innenverteidiger, das wäre halt auch wieder so ein Riesentalent. Aber zurzeit hilft es uns halt nicht viel weiter. Wir sollten ihn uns trotzdem vielleicht überlegen, aber eher für die Zukunft. So. Ja, auch interessant. Sind ja einige interessante Forcer. Da haben wir es eben eh. Also es wird. Der wird zu schwach sein. Sereno eigentlich auch. Das Thema hatten wir auch schon. Ferrati genauso. Bei Stevens sieht es ein bisschen anders aus, weil der ordentliches Potenzial hat. Das heißt theoretisch. Wenn wir den leihen könnten, würde es mir gefallen. Aber wir haben da gerade eine andere Meldung bekommen. Patrick Bauer ist auf die Transferliste gesetzt worden. Bei Request, also aufgrund seiner Anfrage. Das heißt, er wollte weg. Kann sein, dass wir das über die Medien ausgelöst haben. Auf jeden Fall müssen wir das gleich ausnutzen, wenn es schon unser Wunschspieler ist. Asking Price steht da 900.000. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich stimmt. Wir probieren das jetzt einfach mal. Und der ist akzeptabel, der Preis. Also man sieht jetzt mal kurzer Vergleich, was das ausmacht. Sie wollten um die 3 Millionen anfangs, plötzlich ging es rauf auf 6 Millionen und jetzt kriegen wir ihn eventuell um 900.000. Das ist der Hammer. Schauen wir mal, ob das jetzt gelingt. Zweite Mannschaft spielt gegen Reutlingen morgen. In 5 Tagen spielen wir es. Das heißt, da können Sie gerne Spieler von uns haben. Jens Karl auf jeden Fall für die zweite Mannschaft. Ersatztorhüter braucht immer Spielpraxis. Bei den Jungs hier, Memedovic von mir aus. Wobei der eigentlich in der U19, also mir wäre er für die U19 lieber. Also lassen wir das jetzt mal. Obraniak, Zimmermann und Ferdinand, das passt glaube ich ganz gut. Schauen wir mal. Patrick Bauer, da haben wir es. Geplant als Backup. Eigentlich können wir ihn sogar als mehr einplanen, aber ich sage jetzt mal, lassen wir es vielleicht einfach mal als Backup. Dann ist er nicht unzufrieden, wenn er nicht so oft spielt oder vielleicht mal wirklich aus der Mannschaft rausfällt. Grundsätzlich habe ich ihn ja eigentlich als Stammspieler geplant. Jährliche Gehaltserhöhung bei Aufstieg, das sind natürlich heftige Dinge. Ich hätte ihn gleich mal gern für 3 Jahre. Versuchen wir ein bisschen weniger Gehalt. Und die jährliche Erhöhung bzw. die Erhöhung probieren wir auch ein bisschen runter zu handeln. Ist er damit einverstanden? Das wäre natürlich der Traum, wenn der jetzt doch noch kommt. Transferphase ist nämlich auch gleich zu Ende. Das machen wir in dem Part fast noch, würde ich sagen. Und da sehen wir die Mannschaft von Sturm. Interessanterweise, ich glaube, das liegt vor allem auch daran, Moment, warum? Warum sollten die so aufgestellt sein? 17-Jähriger im Tor. Ja, die kommen anscheinend mit einer ziemlichen B11 zu uns. Lykogiannis, der Grieche, den wir uns ja auch schon überlegt haben. Unglaubliche Fähigkeiten. Den werde ich nochmal scouten, weil ich ihn einfach so cool finde. Aber die kommen anscheinend wirklich mit einer B11. Ich meine, gut, von uns, man sieht da 10 Spieler, 9 Spieler. Es fehlen natürlich einige, die international aktiv sind. Also ist das vielleicht eh nicht schlecht, dass wir da jetzt nicht überrannt werden oder so. Wobei ich nicht weiß, warum die mit Giuliani im Tor spielen, weil die haben einen Daniel Lück, der ist sicher nicht in der deutschen Nationalmannschaft. Und Christian Gratzer glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass der in der österreichischen Nationalmannschaft ist. Aber schon cool. Vor allem für diejenigen, die es nicht wissen, wenn ich jetzt da aus dem Fenster schauen würde, dann würde ich den Trainingsplatz vom Sturm sehen. Also ich wohne wirklich direkt daneben. War jetzt bis auf diese Saison jetzt die letzten 6 Jahre Dauerkartenbesitzer. Habe jetzt eigentlich für mich selbst einfach entschieden, dass ich sehr wenig Freizeit generell habe und die Freizeit halt jetzt lieber für das Projekt Fußballwelt.at auf mich nehmen. Und deswegen, ja, keine Dauerkarte mehr. Und plötzlich sind wir Tabellenführer. Das ist echt ziemlich verdächtig.
Also ich habe dann schon gedacht, okay, ich darf mir kein Spiel mehr anschauen. Aber ja, ist halt so. Transfer Deadline Day. Wir nehmen da mal teil. Und ja, natürlich müssen wir dann die Spieler auch registrieren, die da eventuell zu uns kommen, aber da bei uns hat sich jetzt noch nichts getan. Ein Leihangebot gibt es für Sonora. Keine Gehaltsübernahme, kein monatlicher Beitrag, den sie zahlen, aber er wäre fürs erste Team geplant. Schöner Flügelspieler, ein bisschen Potenzial hat er noch, einen Jahr Vertrag hat er noch. Und Jahn Regensburg, aktuell dritte Liga, das heißt, da wäre er sogar in einem Ligasystem. Deswegen auf jeden Fall. End of the next season habe ich sogar. Das heißt für 2 Jahre. Aber es ist mir jetzt egal in dem Fall. Wenn er cool ist, dann werden wir auf jeden Fall Vertrag verlängern. Und ob wir planen, ihn hier zu verlängern, zu verleihen. Ja, tun wir anscheinend. Weil gerade die Frage gekommen ist, biete ich ihn gleich an. Das nutzen wir gleich. Schauen wir mal, ob was geht. Scheint. Oh, herrlich. Da haben wir schon die Angebote. Also er hier wäre geplant für beim Paderborn sogar als ja, quasi Cover for the First Team, also Ersatzspieler für die erste Mannschaft. Die übernehmen kein Gehalt, aber 400 ist auch wurscht. Und Unteraching, Regionalliga, da lehnen wir ab. So, und Bauer ist da. Das heißt, wir brauchen keinen Forsa und keinen Sereno. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Dann werden wir gleich mal mit Gentner reden, dass er ihn in die Mannschaft einführt. Gut, was gibt es sonst noch so für Fragen an uns? Ja, unser Konto ist nicht ganz leer, also wir haben noch ein bisschen was auf dem Köcher, weil sie gefragt haben, ob jetzt quasi alles rausgehaut haben für den einen Spieler. Und Danny Colling, keine Ahnung, auf jeden Fall verliehen. Passt auch perfekt. Es wäre natürlich super, wenn unsere zweite Mannschaft aufsteigt und dann in der dritten Liga spielen sollte, aber ich habe jetzt von euch auch schon gehört, dass das ziemlich random sein soll. Also, dass es nicht unbedingt nach einer Mannschaftsstärke geht. Und das wäre echt schade, wenn. Aber wir können nur hoffen, dass das Ganze funktionieren wird. Wir werden sehen. Leider verletzt. Der ist gerade jetzt zur Leihe bei Braunschweig. Fällt 2 Monate aus. Wegen einem Stress Fracture. Das ist ein Ermüdungsbruch, glaube ich. Würde ich mal schätzen. 2 Monate sind natürlich bitter. Da sind wir dann schon September, also Anfang Oktober, Anfang November. Das heißt, bis der dann wieder voll im Training ist, ist dann schon fast wieder Winterpause. Hilft nichts, kann passieren. Die Katzen sind heute erstaunlich ruhig. Genau, weil von euch der Kommentar gekommen ist, dass es anscheinend komische Geräusche in meinen Videos gibt. Ich weiß bis jetzt nicht, woran es liegt. Ich habe einen Verdacht und ich habe das vor der Aufnahmesession probiert. Ich kann nur danach mal schauen, ob das wirklich so ist. Eventuell liegt es daran, dass die Platte bei meinem PC seitlich locker war. Das heißt, wenn der Lüfter dann wirklich Gas gegeben hat mit der Zeit, dass diese Platte die ganze Zeit am Gehäuse hier so herumgewackelt hat, könnte sein, dass es daran gelegen hat. Sonst weiß ich ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Den Kühler selbst sollte man eigentlich nicht hören, der ist gleich leise wie immer. Ich hoffe, dass es euch nicht zu sehr stört. Sonst muss ich mir auf jeden Fall noch was überlegen. Man sieht, gerade jetzt, so Ende der Transferphase, berechnet er immer etwas mehr. So, und da ist jetzt die Analyse und da sieht man, okay, das ist eigentlich die fast erste Mannschaft von Sturm, kann man sagen. Zentrales Mittelfeld würde ich sagen, fehlt da wer. Kienast als Stürmer, naja, Keyplayer, Lekogianis, genauso wie ich es euch gesagt habe, toller Spieler, unbedingt verpflichten. 3-1 haben sie gewonnen gegen St. Pölten. Es wird eine ganz nette Partie, glaube ich mal. So. Oh. Ich muss natürlich Patrick Bauer registrieren. Ganz klar. Schau mal, ob da irgendwer nicht registriert ist. Ne, es sind alle. Sehr gut. Auf den freue ich mich jetzt wirklich.
Und da ist er auch schon. Den nehmen wir natürlich gleich mit. Für, ja, Innenverteidiger haben wir anscheinend genug mit. Krigic. Ah, Salahi ist auf Länderspiel mit der U21, okay. Trotzdem auf jeden Fall cool. Torwart haben wir auch keinen. Fabio Gerli ist dafür auch jetzt mit von der Partie. Der ist defensiv ja eh sehr brauchbar. Ich glaube, dass der das Ballerobern da eigentlich ganz gut können müsste. Das Problem ist bei ihm eher, dass er das defensive Mittelfeld noch nicht so beherrscht, aber eigentlich ist er prädestiniert dafür, von seinen Fähigkeiten her. Das heißt, das ist alles eine Trainings- und Einspielsache. Maxim für Rumänien. Also einige Nationalspieler. Das heißt natürlich auch wieder, dass wir einigen jungen Spielern die Chance geben können, wie Oprania. Nein, wir haben da natürlich ein paar junge Spieler mit. Dann. Und man sieht da auch schon, sie sind nur noch gelb. Das heißt, Baumgartl, Großkreuz und Ginzek werden in Kürze beim Training wieder einsteigen. Und das wäre natürlich perfekt. Also würde mich freuen. So. Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall so auch eine sehr brauchbare Mannschaft. Wir werden zu Beginn so spielen. Ich glaube, dass das am ehesten noch so an die Mannschaft rankommt, die ich dann aufstellen würde, wenn das jetzt die Extremsituation wäre. Und in der 60. werden wir dann ein bisschen durchwechseln. Beziehungsweise Patrick Bauer gleich von Beginn an, allerdings mit Pavard, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Patrick Bauer, Ballspielender, ja, eher nicht so. Dann stellen wir einfach auf Defend. Das heißt, der soll sich dann nach hinten fallen lassen, während Pavard eher versucht, quasi mit dem Ball zu spielen, also nach vorne zu gehen, beziehungsweise auch der aggressivere der beiden Innenverteidiger ist, der versucht dann hier alle unter Druck zu setzen. Das ist eh nicht schlecht. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Und im nächsten Part, das machen wir dann in Kürze, werde ich noch vorweg die dritte Taktik einstellen, die Defensive. Und dann werden wir im nächsten Part auch das Freundschaftsspiel gegen den SK Sturm Graz machen. Und ja, gegen meinen Heimatverein schauen wir mal, wie es läuft. Also, ja, einschalten. Bis dann.